So, einen wunderschönen guten Abend hier mit dem Spiel Verigames gegen Mousewords aus der Starladder Season Nummer 5 am Spieltag 3. Die Map ist Inferno, auch wenn es kurzzeitig den Anschein hatte, dass es das 2 wird. Ja, ich denke mal, man darf gespannt sein heute auf Verigames, was hier nach dem Wien-Event reißen können. Sind da ja mit einem dritten Platz nach Hause gefahren. Hatten ein sehr krasses Spiel gegen Navi. Und dann gegen Anexis im Halbfinale verloren. Spiel um Platz 3 gegen ESC gewonnen. Hier werden sich Pistols in den Air geworfen, oder was? So, die GoTV Legs begleiten uns immer noch. Aber daran haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt. So, Wavegames fängt CT an und Maus als Terror. Franzline. Und Sabotentai. Nette Kommentare. Ich hoffe, der Slam fügt noch die Flaggen ein. Was macht ein Nuki da? Kauft sich was Neues nach. Aber wir geben es direkt mit einem Push-Banane. X-Ray gibt es natürlich auch. Bananen schon zu dritt eingenommen. Boah, die hätte man echt T-Schräge einnehmen. Boah, kassieren aber von Sonics. Da ist in Mitte noch einer. Boah, Charlie hinter dir, oder? Boah, da ist schon einer Fuchsborn. Eine total verwonnene Runde. Jetzt 3 und 3 rausgespielt. Existence noch Banane, zieht sich aber Dev. Gute Chancen für Maus, jetzt vielleicht wirklich B zu gehen. Schieben auch so hin. Aber NBK hat er auch relativ gute Kontrolle. Steht er auch relativ, steht er auch zusammen mit Scream am Has. Oh, Existence ist gerade extrem Def gegangen. Also ich spiele es ja halb auf Retake. Müsste die Fläche jetzt kassieren. Na, sieht da nichts. Maus kommt easy auf den Spot drauf, müssen natürlich alle Ecken checken. So, und alle über Base. Das kann Maus auf jeden Fall machen. Schaut wieder am Seitengang. Ja, bekommt sogar Hilfe. Von Aprox. Schönes Doppel dort am Gang. Sonics, oh, schön. Den ersten Refrack. Beide Kabeltrommel. Nice. Letzte im Hof. Starke Pistole von Maus. Aber auch netter Push am Anfang von Very Games. Also die eine vielleicht kam hier. Ah, okay. Hat das doch gepasst, die T-schräge Fläche. Hat er gedacht, die kommt hier irgendwie schlechter. Eine Runde für Maus mehr als ich erwartet hatte. Ja, mal schauen, ob Maus hier heute gewinnen kann, vielleicht sogar. Boah, Timing-Einnahme von Very Games. Gut, Maus da aus der Situation rausgekommen. Boah, Trumbly auf 3 HP schon low. Boah, da gab es nochmal so eine Timing-Flash. Man das mal das Equipment mal anschaut bei Very Games. Unglaublich viel da. Die Ecos spielen sie wirklich auf Inferno immer so, als ob sie fast Waffen hätten. So, jetzt hier schnell Großscore, sind da auch zu dritt, Very Games. Alle über Mitte. Mutet gerade ein bisschen Chaos an. Nochmal eine richtig starke Nade und nochmal eine Nade. Boah, das sieht nicht gut aus für Maus, muss man ehrlich gesagt sagen. Zum Glück wird er nochmal bei Haus gegangen und der muss jetzt die Frag setzen. Stirbt nochmal in der Action. Boah, krasse Shots von Smith. Und Alter, mit 3K hier. Die Nades aber von Very Games so extrem stark.
Am Anfang trouble, ich vermute mal, dass er hier die Nate gefangen hat. Dann Action nochmal die Orca-E. Banane. Also richtig starke Nades da von den Franzosen. Also natürlich Worst Case hier Start für Maus. Pistol holen und danach direkt die Runde verlieren. Ja, schön von Smith, von Existence. Ja, nur Schlitz gezielt. Um da wirklich minimales Risiko einzugehen, dort nicht den Headshot zu fangen. Boah, vielleicht dann da so hinter sich. Oh, Scream stirbt. Vielleicht Maus auch hier mit einem Eco-Win. Oh, weil sie haben schon viel zu viel Damage gefangen. Jobly konnte sich immer in der Mitte noch eine Waffe erbeuten. Oh, zwei über den Hof. Jobly kommt jetzt erst. Oh, mit Apox noch rein macht. Schön. Und Jobly macht auch rein. Jetzt Two in One. So, Jobly spielt es perfekt. Geht direkt auf Refrag. Ah, gibt ihm Headshot. Kann er mal gegenflächen, er müsste blind sein. Ah, so halb. Die Zeit läuft ihm davon, er hat einen Kit. Diffused an mit Flash, Flash gegen. Boah, Trumbly ist richtig blind, das reicht. Oh, krasser Move von Existence. Wahnsinn. Richtig stark gemacht. Ach, die Flash, da hat aber Trumbly extrem reingeguckt. Auf dem GoTV ist es ja immer ein bisschen abgeschwächt. Er war da schon full. Wenn er so viel gesehen hätte wie wir auf dem GoTV, hätte er es sicherlich noch auf Spot gefunden. Boah. Schade, aber sehr schöne knappe Runde. Was ist das mit Aug auch? Hab ich da auch noch nie gesehen. Dass jemand seriös spielt. Vielleicht aber auch verkauft, wer weiß. Ratzen da. Oh, Refrag kommt auch nicht instant. Boah, da passt keine Seitengang auf. Komische Laufwege dort bei Maus. Oder von Sonic. Ich weiß nicht genau, ob das so geplant ist. Boah, schöner Schuss von Nuki. 3 und 3. Wieder alle über Base. Sind aber schon alle da. Wieder schön verschoben von Very Games. Und jetzt müsste direkt mit Eiern. Bombe ist noch nicht gelegt. Das ist richtig schwer, aber Kerrigan setzt den Frag mit Arbe. Ganz übersehen, dass er überhaupt eine Arbe hat. Oh, der plant. Oh, Terry Games zieht da perfekt rum. Oh, gut auf den Spot eigentlich drauf gekommen. Die Frags auch gesetzt, 3 und 3 rausgespielt. Am Ende haben dann irgendwie leider die Smokes gefehlt. Und da wirklich, vor allen Dingen im Seitengang. Oder Beat upsmoked kann man eigentlich relativ gut legen, würde ich meinen. Tja, Terry Games einfach auf den Plant-Sound gehofft. So, einmal kurz noch Dings checken. Ich habe immer noch 0 Frames dropped, also heute sollte es wirklich nicht an mir liegen. So, und alle, jeder, der unter 3 Mbit hat, der tut es mir sowieso leid, aber der wird meinen Stream wahrscheinlich, ja, auch gut auf 480 halt gucken können. So, wieder eine starke Runde von Maus. Wieder richtig starke Eco. Leider beide noch Glock. Boah, der Frick. Schön. Alter, was Maus für Ecos heute spielt. Und jetzt ging Scream. Dem LAN-schwachen Spieler, Fragezeichen. Sie wissen, wo er ist. Sonics liegt mit an. Zeigt sich noch nicht. So, hört ihn jetzt. Boah, krass. Gut Screen da auch noch geschossen hat eben. Boah, Sonics. Ach, das war überragend einfach von Scream, aber da gehen sie irgendwie für meinen Geschmack zu halbherzig drauf. Fanny, Nuki zieht rum und Sonics ist gerade ist defensiv, anstatt dass er mit vorne ist. Und sie gemeinsam auf den Frack gehen. Boah, diese Lags, ey. Tolles Standbild.
paar scheinen wirklich ohne Probleme schauen zu können. Manche nicht. Noch jemand ohne Probleme. Also ist hier Pause oder was? Sind noch alle Spieler auf dem Server? Was sagt der Ping? Nicht, dass der GoTV abgeschmiert ist. Nö. Läuft auch noch. Übrigens, was mir aufgefallen ist, ohne X-Ray. Einfach mal viel mehr FPS. Ganz seltsam. Schöner Jump. Oh, das ist ein geiles Bild eigentlich. Ich nach Screenshot machen. Zum Matrix-Move. Kerrigan wieder im Mario-Style. Ja, jetzt geht's weiter. Alter, so ein Riesenleck hatten wir auch noch nie. Wir sind ja schon einiges gefilmt, aber das ist schon hart. Nur allein Banane, man wird wohl diesmal eher groß anspielen. Okay, Kerrigan da im Auto gewesen. Smoke-Kombination. So, schnell Has-Einnahme. So, wird direkt Eck gecheckt. Schöne Laufwege. Kenny macht ein, aber kommt Bogen rein. Ah, ne, ziehen es nicht durch. Kerrigan mit Avo oben im Haus, hofft jetzt auf eine Frag. Boah, kriegt den auch, aber noch einer großen Sand, mit dem werden sie nicht rechnen. Das ist NBK. Bombe gelegt, Überzahl zwar für Maus, aber NBK einfach sehr, sehr gute Posi. Aber Trubbly setzt den Frag und Posi von NBK natürlich bekannt. Apox schön gemoved über Haus. Ist immer noch da am großen Sand am Auto. So, sie warten da auf die Ansage von Aprox. Sehr schön, da hat man es gesehen, sind beide rumgezogen. Schön runtergespielt. Wichtige Frag im Has. Jetzt kommt doch eine, war doch eine Pause, okay. Pause Server, please. Fragt sich nur warum. Fixing Pin. Ah, okay. Hyping, ah, da. MBK hat der übelsten Hyping. 340. Sollte jetzt jeden Moment wieder runtergehen. Ein netter Read von den Franzosen. Kriegt aber den ersten. Oh, der zweite sollte jetzt jeden Moment fallen. Oh, diese Soundstep, die Fake Ghost Steps, die nerven auch unglaublich. So, knappe Runde. Nochmal schöne Flash Trouble jetzt aber auch da. Und jetzt fallen auch die letzten Vero Games Spieler. Maus mit der Anschlussrunde. Wir gehen weiter mit Aave. Auch sehr ungewöhnlich, mit Aave falsche Mitte aufzubauen. Und nicht Mitte direkt anzulegen. Maus wieder direkt Haus eingenommen, Hausmeister. Wir sind auch zu 5. Schieben jetzt groß drauf. So, das ist eine kleine Falle.
Falle am Has. NBK lenkt da hinten ab. Schauen wir, wie Maus das handelt. Boah, schöner Frag. Boah, sie gucken nicht ins Eck. Boah, stark von Aprox umgedreht. Wieder große Sand. Wer ist das? Penny. Gute Smokes. Der konnte da nicht viel machen. Hatte keine Chance, irgendwie einen Frag zu bekommen. So, weiter am Has. Ah, Troubley vielleicht hätte Def gehen sollen, aber ist egal. Gehen schon safen. Maus wird hier ausgleichen zum 4:4. Boosten auch sogar nach Baum. Auch eine nette Idee. Krass, ich sehe jetzt, dass das Overrated Individuals 16:9 verloren hat. Gegen 3D Max. Das Guardian wahrscheinlich wieder ausgerastet. Move. Oh, der zweite fällt auch direkt. Krass, Mario Games hatte gekauft. B-Spot easy eingenommen. Mario Games aber wieder extrem schnell. War in der falschen Mitte offensiv. Und Kerrigan deckt auch nach hinten. Ja, jetzt hören sie die Steps. Troubley macht ein. Nate von Kerrigan. Bekommt, glaube ich, auch Hilfe, so wie ich das gehört habe. Ja, Hilfe von Nuki bekommen. Die da trotzdem Probleme haben. Oh, stark von Kenny. So, jetzt. Sehr schön. Den wegschieben. Und Maus holt sich echt die Führung. Dafür, dass sie Pisten. Ja, wobei, nee, hat die Pistole verloren. Gewonnen. Die zweite direkt verloren. Aber sie hat jetzt schön wieder rangekämpft. Führung erspielt. Spielt noch echt gut, muss man sagen. Reflex sitzen. Die Goals kommen gut. Man schimmelt nicht übelst lange rum. Die Smokes sitzen vor allem richtig gut am A. Also, kann man sich angucken. So, wieder dieser A-Split. Mario Games immer defensiverer. Ne, immer defensiver. Was ein Timing. Ach, schade. Ich dachte, das wäre Kerrigan gewesen, der da rumspottet. Man schiebt jetzt aber direkt wieder weg. Charlie faked da noch ein bisschen. So, was macht Existence? SMS, also gutes Timing jetzt für Maus. Existence jetzt aber schon am Schieben. Und, aber jetzt kommt schon der Giro. Also, sehr schön. Wie gesagt, man fackelt nicht lange rum. Nette Gegenfläche von Scream. Kann man bisher keinen machen. Aber die Hofspiele sind richtig blind. Komm, jetzt fressen jetzt natürlich noch mehrere noch mehr Flashes. Oh, bitter. Also Scream perfekt entgegengeflasht. Viel Zeit rausgeholt. Ruine ist auch wenigstens mal abgesmoked. So, mit der Bombplant durchgekommen. Nuki mit einer netten Posi. Solange Hof da nicht stirbt, sogar noch möglich. Oh. Oh, schade, er kriegt nur einen. Sonics gegen zwei. Boah, schön. Gegen einen, gegen Scream. Oh, Bombe liegt da hinten. Aber der hat kein Kit. Das kann Sonics machen. Oh, ob das reicht? Ja, ich glaube, das reicht. Ja, das reicht locker. Schade, mein F. 19 HP runtergeschossen. Wenn er dann noch ganz kurz spottet. Er wusste wahrscheinlich nicht, dass er ein Kit hat. Deswegen ist er natürlich rum. Aber schade. Wenn er danach einen Hit mehr setzt, ist Scream halt tot. So, wo
wundert mich ein bisschen. Jawohl. Das läuft ja eigentlich gar nicht so schlecht für beide Seiten. Boah, Kenny mit perfektem Timing. Aber die Reflex sitzen halt immer, auch wenn Maus da vielleicht mit wenig HP aus der Situation rauskommt. Ansonsten fallen da immer die Spieler, die fallen müssen. Wieder eine Smoke has. Nochmal eine Flash auf Spot. So, beide CTs da. Variables scheint aber auch ein bisschen Aim-Schwäche heute zu sein. Wer hätte gedacht, dass man das mal sagt bei einem Mausspiel, dass das Gegnerteam Aim-Schwäche ist. Boah, schöne Arbe von Kerrigan. Schöner Shot da auf die Short Distance. Wieder die Führung. Mary Games muss sparen. Vielleicht Maus sogar die Chance aufs 9-6. Aufs 10-5. Namen lesen beim X-Ray. Ja, diese Fake-Steps, das ist doch echt nicht mehr feierlich. Boah. Schön. Jetzt bitte Spot noch holen. Vor allen Dingen Dark. Schön abgepasst von Nuki. Boah, wie er da wegkommt. Uiuiui. Sehr, sehr knapp, wie man da drauf kommt. Immerhin kommt man drauf. Wieder. Hey, jetzt schon wieder so ein Monster-Lag. Oh, NBK wieder mit HP. Ach. Okay, nach der Runde wird es wahrscheinlich die Pause geben. Also spielt Maus natürlich mal an die Karten. Und Variogames scheint sich davon echt ein bisschen herunterziehen zu lassen. Was ist das eigentlich für ein Bild dabei, Kerrigan? Ne, bei Trouble, eh. Box mit 14, okay. Keine Ahnung, irgendein Hero oder so. Vielleicht erkennt jemand das Bild, ja. Solabus Kapalka. Okay, da wurde echt schon gefordert, Kapalka zu bannen. Was mein Pomo mit Fake Steps? Also, musst du mal darauf achten, dass wenn ich auf einem Spieler bin, der zum Beispiel gerade schleicht und man Steps hört, dass gerade einer irgendwo hinrennt oder so, dann überträgt der halt nicht genau die Steps, die der Spieler gerade macht, auf dem ich drauf bin. Das gab es eigentlich schon mal, den Bug. Und der wurde eigentlich auch mal gefixt. Aber irgendwie ist der wieder da. Verstehe nicht warum. Nett am Zittern hier.
Ein Wunder, dass man nichts trifft in dem Spiel. Ja, CD ist ruhiger. Ah, jetzt geht's weiter. Schön da abgesmoked. Oh, man merkt's, ey. Mikkel da nur am Reinhalten mit seinem High-Ping. Stirbt auch Kenny noch im Seitengang. Boah, macht sogar noch zwei. Und Kerrigan low. Boah, schön gestanden von Nuki. 7 zu 5. Jetzt wird gleich die Pause kommen. Oh, 300. Ja, jetzt geht der Ping wieder runter. Jetzt wieder hoch. Hast du die Franzosen nicht mal gut abfacken? Aber muss sagen, wirklich daran liegen tut es eigentlich gerade nicht bei Rare Games. Kerrigan, schöne First Track. Rare Games muss nochmal Eco machen. Nuki, Refrag vielleicht. Ist nicht nötig. Kerrigan setzt ja den zweiten. Sneaky, sneaky von Smith. Boah, hat eigentlich auch ganz gutes Timing. So, jetzt sehen wir es, da wurde nochmal die Pause gefordert. Hat er wahrscheinlich gehofft, in der Eco das jetzt zu fixen, um nicht hier noch unnötig mehr Delay reinzubringen. NBK zockt wie OMTS, ja. Hat den Anschein zumindest. So, hat er wahrscheinlich auch sein Spiel neu gestartet. Jetzt zum Beispiel mal gar keine Steps. NBK Existence nur am Rumgleiten. Ach man, diese GoTV-Bugs. So, Maus immerhin schon mal die Halbzeit gewonnen. Chance auf 10-5 immer noch da. Boah, da stehen sie aber ganz seltsam. Das Mist, glaube ich, gerade Mitte gespottet. Smoked jetzt ab. Maus scheint wieder Richtung B zu gehen. Ne, Nuki noch. Vielleicht trouble jetzt ins Kinderzimmer. Oder der Haushalt. So, 40 Sekunden noch. Das ist mal eine der langsamsten Runden, die man bisher gespielt hat. Rippen eingenommen. So, Apox weiß auch, dass B nichts offensiv ist. So, merkt jetzt auch, er hat nicht mehr viel Zeit, um noch irgendwie ein kleines bisschen zu faken. Maus läuft die Zeit davon, aber Kerrigan wieder mit Opening im Has. Gegen Smith, der stand da aber vorhin schon nah. So, jetzt nochmal Smoke, Nuki über Haus. Nate sitzt, ja, geht. Wieder zwei im Sandkasten aber. Boah, schön von Aprox, aber wie gesagt, Sandkasten noch. Man legt wieder einfach, also Sand wieder abgesmoked. Macht man eigentlich ganz okay, aber trotzdem müssen die Spieler halt irgendwann mal sterben, sonst wird man hier halt eingekesselt. Was passiert auch gerade? Nuki immer noch Haus. Oh, schön. Letzte Pose bekannt. Nuki kann es einfach Dev spielen. Also Kerrigan macht heute gute Shots, muss man sagen. Wobei alle eigentlich ganz gut hitten. Kann man nicht meckern. So, letzte Runde. Jetzt nochmal ein B-Push. Apox da mit dem Asmo-Move. Das erste Mal seit langem, dass Rare Games jemand First Track bekommt. So, jetzt Maus auch mal unter Druck.
natürlich auch so Runden, nicht ganz einfach sind zu spielen. Dort landet die Fläche oder was? Gar nicht mal so übel. So, heute aggressiv. Oh, ab so 4 AP. Also heute ein bisschen auch das Glück auf Maus Seite, muss man vielleicht sagen. Trotzdem natürlich extrem bitter. So, Big Contact, da läuft man aber auf 2. Das müsste Very Games eigentlich relativ gut aufhalten können. Sei denn. Oh, man steht gar nicht so gut. Einer noch im Baum. Oh, da guckt Maus nicht hin. Boah, der kriegt keinen Frick. Was, Maus? Also heute echt. Sagen wir mal glücklich. Man liegt hinter Brunnen. Boah, nichts ist, sieht immer nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob Maus schon die Posi weiß. Schaffli gewinnt sogar Hess noch das Duell. Einer kommt über Banane diesmal. Abhawk, so die Steps. Letzte Steps gehört. Snooki auch den Base-Spieler angesagt. Boah, Smister hat zwar in die Richtung geschaut, aber nicht ganz ins Eck. Und jetzt auch der letzte Frag von Snooki. 10 zu 5. Starke Halbzeit von Maus. Natürlich haben wir die Ping-Probleme wahrscheinlich mit reingespielt. Very Games. Aber trotzdem. Das soll die Leistung von Maus nicht schmälern. Selten so eine gute C-Seite gesehen. So, die 40 Sekunden nutze ich aus, einen kurzen Werbespot und dann gibt es die zweite Halbzeit hier Maus gegen Very Games. Zack. Kommentare, Kommentare. Lex, nur Lex, Ruhe, nein, du bist laggy auf dem Stream. So schnell Pause. Den Bug hat schon bei CSS, krass. Mit den Steps nehme ich mal an. Das ist ein 10 Ink. Da ist jemand sehr pessimistisch. Ja, Pistol gewinnen wäre fast hier das GG. So, auf geht's. Vielleicht mal hier ein Doppelpistelschlag. Nate geht komplett ins Leere. Very Games mit einem langsamen Aufbau. 3 Mitte, 2 falsche. Mutet dann. Okay, wird ein. Ah, ist nicht ganz klar. Ich glaube, wenn sie B-Fracks machen, würde Scream hinschieben. Er schiebt jetzt ohnehin mit dahin. Wer deckt B? Trouble und Nuki. So, 4 Mann jetzt vor B. Einer würde dann abschimmeln hinten. Oh, jetzt gesehen. Oh, da ist schon einer vorne. Der Nate. Oh, was? Scream. Er ist missdrückt. Der Instant Trouble, ey. Und Nuki wartet auf seine Mates. Boah, ein MBK macht da wirklich noch Fake. Macht sogar 2. Boah, 5er Runde wahrscheinlich für Very Games. Boah, schöner Schuss von Kerrigan. Am Seitengang. Doppel-Nate. Boah. Alter, was für eine krasse Runde von Very Games. Frau und Maus noch nichts unbedingt vorwerfen. Ich glaube, Nuki hatte auch hier, wo er ganz kurz gespottet hat, den Spieler nicht gesehen, der da hier schon rechts war. Das war halt bitteres Timing. Die Nate saß auch überhaupt nicht. Und Trouble auch instant Headshot am Y bekommen. Ja, schade. Da mal nicht das Glück auf Maus Seite. Also 720p reinstellen kann ich nicht. Das, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Das liegt da irgendwie mit dem Vertrag zusammen. Oder hängt mit dem Vertrag zusammen. Dass ich da irgendwie noch einen alten habe oder so. Ach, keine Ahnung. So wurde mir das mal geschildert, weil ich auch gefragt hatte, warum kein 720p gibt. Zusätzlich zum 720p Plus. Hier jetzt zum Beispiel, jetzt hört man Steps, wo ich auf Kerrigan bin. Ja, jetzt passt es wieder. Ja. Aber
auch bei Trobley. Also es ist echt nervig. Könnte so viel geiler zuschauen, wenn diese ganze Scheiße nicht wäre. Das würde das Spielerlebnis mal um einiges angenehmer machen. Schöner Kommentar unter dem Match. GH, aber es wäre nicht Maus, wenn sie das noch verdaddeln. Ja, ist leider ein bisschen Wahrheit drin. Oh, falsche Mitteinnahme. Flash von Upwards. Flash kommt. Leider frei. Beziehungsweise einer Haus schon. Oh, den kriegen sie nicht. Sind da schon viel zu weit verstreut. Sonic's da sind sehr weit unten gewesen. Geht da sogar T-Base. Schade, dass sie schon Mitte durch sind. Ginsger bei Hass. So, Apox kriegt ihn. Sind auch auf A drauf. Schön von Scream die Smoke genutzt. Ja, ich habe ja ein paar Mods. Ich glaube nicht, dass der Protest schon durch ist. Bei Epsilon. Wieso ist Spottel kein Mod? First Track, sorry, dass ich das verpasst habe. So, Apox hält auch die Mitte. Groß eigentlich safe. Trobley spottet da auch, hat noch eine Smoke. Also da Nuki wieder die erste Smoke geworfen. Also dann sieht man auch schön, dass sie sich für was überlegt haben. Kerrigan mit seinem zweiten. Gefällt mir der wirklich außerordentlich gut. Nuki sitzt jetzt auch komplett def. Wenn er da was sehen würde, müsste Kerrigan halt übernehmen. War wirklich kompletter Schlitz bei Nuki. Oh, wieder. Oh, zum Glück hat er ihn gesehen. Schön. Kerrigan direkt angelegt. Sehr schön auch instant angesagt. Schöne Kommunikation bei Maus. Nixistens Mitte mit Bomben mit 30 HP. Sonix pusht direkt vor. Kann ich auch setzen. 11. Runde für Maus. Erster Equipped Round auch direkt gewonnen. Mit 4 Mann. Wunderbar. Variiert hier auch ganz gut. Haus hat halt nur keiner. Was ist mit dem Kerrigan jetzt? Aber es müssen natürlich auch die Steps da hören. Boah, die Timing. Hi. Schade, ich saß halt gar nicht gerade. Hat so eine kleine Absicht nochmal B-schieben. Ne, gehen da doch durch. Trauen sich immer in der nächsten, da komplett versammelt in der Falschen. Keiner Haus. Bauen das jetzt erst um. Boah, starke Fläche in die Mitte. Boah, beide blind. Boah, Apox, er sieht die noch nicht da in der Smoke. So nix mit dem Dach Haus. Boah, kriegt Headshot, ganz starker Frag. Aber Apox steht. Macht seinen dritten Fleisch, schön nochmal abgesetzt. Schade, nicht genau den Kopf getroffen. Kerrigan stirbt auch, das sieht gar nicht so schlecht aus wie die Franzosen. Ich würde fast sogar safen. Weil Maus hat gar nicht so viel Geld, verstehe ich gar nicht. Haben doch mit 4 Mann überlebt vorhin.
noch versuchen. Schönes Pre-Aim. Schade, wenn Trubly da den Spot-Frag macht, dann haben sie Touren gewonnen. Aber keine Vorwürfe dort. So, Geld. Dann doch halt nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Maus müsste auf jeden Fall eine Eco einlegen. Von daher schon ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel heute. Trouble mit Max 7. Kassiert eine Flash. Sehen, ob Smith da wirklich anlegt. Nice! Kassiert direkt von Trubel. Geht auch weg. Oh, schiebt sogar. Ah, netter Reed. Tauscht mit Aprox. So, eine Flash sogar bei Sonics. Flash ist auch bei Nuki. Schauen, was die da machen können. Trouble im Spot. Merrygames scheint wirklich den Go zu spielen. Oh, die Gegenfläche war nicht ganz so gut. Der Go kommt auch noch nicht. So, jetzt. Boah, Snooki blind. Sonics war auch blind. Also, sie flashen halt immer ab. So, jetzt Bescheid. Machen wirklich einen Go, haben noch 30 Sekunden, eigentlich keine Chance mehr B zu gehen. Boah, Larry Games deckt da einfach so gut ab. Boah, wie kontrolliert sie da raufgehen. Krass. Da springt keiner einfach vor, sondern bleiben da alle in ihrem Bündel zusammen. War das die Waffe bei Smith? Ich glaube. Das ist so lächerlich. Bin auf Abhox, man hört die Steps von Kenny. Schön ausgemoved. So, jetzt bitte mal wieder eine Equipped Round holen. Kerrigan liegt in der Mitte. Oh. Mit dir gegen Flash. Direkt vor das Grün. Ganz anderer Aufbau. Maus hatte da immer. Oh. Oh, oh, oh. Was ein Schlitz da. Ich konnte Kenny da den Frack bitte machen. Okay, wenn er so rumgeht. Nicht übel. Geht halt direkt mit Pre-Aim quasi fast schon. Also mit Pre-Aim natürlich, mit Pre-Fire quasi schon rum. Jetzt versucht es da durch die Smoke. Kommt aber weg. Okay, Has wäre jetzt fast Schwachstelle. So, bauen da sogar um. Boah, das ist eine Runde von Kenny. Sonics und Ampox jetzt noch die einzigen, die da was machen können. Oh, aber keine Chance. Sonics hat sich da, glaube ich, kurzzeitig überlegt, ob er wirklich schießt. Ach, schade, Mann, ey. Ah, bitter. Aber starke Runde von Kenny. Da sollte sich Kerrigan wirklich da nicht mehr zeigen. Wird er, denke ich mal, auch nicht. Vielleicht doch mal auf die AW jetzt verzichten. Ich meine, ah. 2K kostet natürlich auch eine Menge Geld. Schön die P90 rübergezogen. So, Verygames jetzt mal tatsächlich wieder mit der Führung. 12-11. Maus hat wieder Geld. Okay, Kerrigan kauft doch wieder Aave. So, ganz wichtige Runde. Sollte man die verlieren,
Sieht's wirklich dunkeldüster aus. Das Spawn war auch nicht gut genug, dass Kerrigan da irgendwie spotten könnte. Da sieht man direkt, steht jetzt anders. Beide da ein bisschen offensiv im Gang. Kommt jetzt auch einer rein? So, Haus. So, nächstes Mal wieder offensiv. Wollte jetzt auch weg. Den Upbox ist auch weg. Nochmal ein paar Banks. Ansonsten passiert gerade relativ wenig. Werden gleich wieder Mitte einnehmen wahrscheinlich. Okay, Kerrigan spot da. Boah, kann den Flex setzen. Schön. Gut gedoppelt. Gut Has geblockt. Boah. Boah, wie weit ist der Action bitte vor? Maus spielt das komplett def. Boah, was ist das für eine Nade, ey? Aber es geht B. Ne, es geht Has. Das ist jetzt wieder rübergekommen. Gegenfläche sitzt. Bombe schon vor ihm. Schön, der war richtig blind. Sauber gemacht von Nuki. Schöne Gegenfläche gefunden. Boah, stark. Kann auch den zweiten setzen. Den kann auch angesagt. Haus jetzt. Nein! Nein, Apox! Oh, wie bitter das war. Warum Sonic da die Granny in die Hand nimmt. Und jetzt wird die Runde nochmal richtig knapp. Has schiebt weg. Boah, die Zeit ist aber abgelaufen. Gar nicht drauf geachtet. 12 wieder beide. So, leider halt, wie gesagt, leider halt nur mit zwei Waffen überlebt. Wird die Runde jetzt noch umso wichtiger. Sollte man die abgeben, dann hat Very Games eigentlich zwei Free-Runden. Weil Maus dann sehr wahrscheinlich einfach doppelt sparen muss. Sie riskieren was im Gang und wird belohnt. Also eben waren sie schon offensiv, aber jetzt halt mit dem Drang darauf, wirklich einen Frag zu ziehen. Das war auf jeden Fall unerwartet für NBK. Ist die ganze Zeit die Scheiß-Sounds von Kenny. Das ist echt Wahnsinn. Noch. Keiner leider im großen Sand, dafür Friedhof. Nette Smoke-Wand von Upfox. Drei noch Rippen. Nett, da die. Oh, nett, die Flash kassiert. Und Has hat. Niemand gerade. Oh, und Upfox wurde gesehen. Die Waffe wahrscheinlich. Sonics noch einen am Spot. Nette Posi wird auch geholt. Wieder ein Tuntu. Aber. Fast sogar unnötig das Tuntu. Also unnötig zum Tuntu geworden. Kenny im großen Sand. Boah, schön Stream direkt Headshot gegeben. Kenny hilft. Aber nur ein Ticken zu spät. Boah, er sieht ihn nicht. Krass. Krass von Scream da wirklich noch den Headshot zu setzen. Oh nein, jetzt ist wirklich das eingetreten, was man sich nicht erhofft hat. 1-4 nur die Mäuse bekommen. Das wird sehr wohl oder übel eine Doppel-Eco werden. Das kann man sich eigentlich nicht leisten, denn dann hätte VeryGames schon das Draw. Heißt, Maus muss gleich eine richtig Low-Equipped-Runde spielen. Und die nach Möglichkeit natürlich auch gewinnen. Schade, ey. Ein HP, ey. Willst du mich verarschen? Krass.
Da wird sich Chubb lieber auch ärgern. Wo ist denn Sonics schon? Ah, okay. Sah grad besser aus als gedacht. Man hört einen am Heuwagen. NBK checkt aber auch echt jede verfickte Ecke. So, noch knapp 40 Sekunden. Gehen jetzt in Mitte. Puh, what? Einmal X. Einmal Linksklick. Und zack, Headshot. Hotbox noch großer Sand, kann auch nichts mehr machen. Vielleicht kann Nuki noch Smith finishen, wobei der natürlich auch nicht so offensiv so dumm stehen würde. Um dort halt irgendwie zu sterben. So, 14-12. Maus müsste eigentlich kaufen. Was sie auch tun. So, zwei Farmers. Kleine Weste hier. Hier auch noch eine kleine Weste. Oh, Maus kauft nur kleine Weste. Nee, sorry. Das Symbol ist einfach so komisch oder hat sich spät aktualisiert. So, schnell Mitte hoch. Wir haben uns auch noch nie gespielt. Oh, direkt Haus rein. Oh, starke Flash. Der Boxer hat aber noch den Support von Sonics. Kerrigan da für Mitteflashes kassiert. Sie gehen auch hoch. Oh, Abox, gutes Timing jetzt vielleicht gegen den Spieler, der läuft mit Flash rein. Er setzt ihn auch. Oh, geht schön weg. Macht er gut. Sonics Action vielleicht on spot gehen. Boah, sieht die Arme. Schön, Mann. Das sieht gut aus. Er ist auch gut aufgehalten. Das müsste schon City. Boah, nice. Also wie blind die Vera Games Spieler sind. Sehr gut gemacht. Jetzt bitte einfach kein Frag mehr fangen. Oh, einfach weg, einfach weg. Lass ihn kommen. 20 Sekunden hat er noch. Schön. Nice. Sehr starke Runde von Sonics, von Apox. Und Kerrigan auch noch den einen gemacht. Wieder der Anschluss. 13-14. Games hat das Geld noch. Aber sollte Maus hier jetzt ausgleichen? Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Dann das Draw zu machen. Wieder der schnelle Go. Games steht. Wird aber direkt überrannt. Oh, er kommt gerade noch so weg. Schade, hat er nochmal reingepiekt. Sonics übernimmt. Vielleicht ein B-Split sogar. So, Sonics, Nuki übernehmen dort beide. Scheißen da drauf. Nuki macht sogar einen, kommt weg. Auch wenn es mit Lower P ist. Jobly jetzt wieder Hof übernommen. Oh, da ist auch einer von. Nice. Abox steht da gegen Hess. Der Rest jetzt vor B am Schieben. Die Maus steht da aber halt noch zu zweit. Wenn Jobly nicht direkt stirbt, sieht es gar nicht so schlecht aus. Jobly noch eine Gegenfläche. Das wird bitter. Sie contacten halt auch. Lassen da die A bevor spotten. Och, krass. Oh nein. Ich habe mir einen Headshot gegeben. Kenny ist richtig low. Überzahl steht noch bei Maus. Da nichts auch über Base. Über Banane, sorry. Beide auf Spot. Gute Flash. Sonics könnte da auch Gas geben. Macht er auch. Hat die Ansage wahrscheinlich auch bekommen. Schöne Fläche in den Rücken. Oh, jetzt bitte nicht Mate töten. Boah, er sieht ihn noch. Boah, starke Shots von Very Games. Nuki 1 und 2. Kit hat er zwar. Boah, also ich bin das so defensiv gut runter. Krass. Alter, ist das krass. Nice, das Draw für die Franzosen von Very Games. Oh, ist das bitter. Naja, aber wieder Pech bei Maus, dass Trouble eben da nur Headshot gibt und ihn auf... Wie viel waren das jetzt? Ein HP... Ne, keine Ahnung, übelst low HP auf jeden Fall runterschießt.
bitter, Mann. Aber ja, gut, Nastrozzi sieht natürlich auch nicht gut aus mit noch weniger Equipment, als er eben hatte. So, wieder Gang off. Was ist das für eine Fläche? Wie die auch krass getimed da ist, schon heftig. So, trotzdem 3 und 3. Okay, rastet im Has aus, 2 und 2. Gute Smoke noch für Aprox. Hört die Steps. Oh, und Trouble in die Mitte. Oh, schön, kommt noch zum Heuwagen. Nice. Zweiten auch gesehen. Aprox macht's gut, schiebt Action rum. Hört ihn, erhöht ihn, erhöht ihn. Nein, nicht spratzen! Was? Mach ihn doch einfach. Boah, jetzt kann Existence B. Boah. Bitte hol die Runde einfach. 40 Sekunden noch. Er kann halt trotzdem noch machen. Das machen, was er will. Deswegen bleibt Aprox natürlich noch. Boah, Trouble hat ihn jetzt gehört. Schön die AE gedodged. Und das ist wirklich, finde ich, unglaublich schlecht im Goal, dass er hinter dieser Säule stand und trotzdem keinen Schaden fängt. So kommen sogar beide über Base. Trouble hat ihn leider nicht gesehen, dass er hoch weggegangen, Ruine weggegangen ist. So, beide, oh, sie haben auch nicht mal einen Kids. Boah, Existence will hier nicht ernsthaft bangen. Boah, er Hit sitzt. Und der eine muss auf Frag gehen. Boah, er bangt die tatsächlich zu Ende. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Alter, wie krass das gemacht war. Sauber. Och, Existence. Vorhin schon mal so ein Geniestreich mit der Flash und dem Diffuse. Und jetzt auch nochmal so ein Bang. Boah, also dicken Respekt da an Existence. Stark gespielt. Maus da leider kein Kit, sonst hätte es, glaube ich, gereicht. Trotzdem eine schöne Vorstellung von den Mäusen. Schöne Terrorhälfte. Ein paar gute, solide CT-Runden gemacht. Am Ende hat es dann leider nicht gereicht. Aber es lässt hoffen. Viele haben ja Maus nicht viele Runden ja, zugesprochen. Oder erwartet, dass Maus viele Runden holt. Tja, die wurden hier auf jeden Fall eines Besseren belehrt.